Gut, wunderschön. Guten Morgen, liebe Fraktionen. Wir beginnen mit unserer Fraktionssitzung und beginnen mit Top 1. Wäre Abstimmung über nicht öffentliche Teile? Es gibt keinen Antrag auf einen nicht öffentlichen Teil. Doch, Grumpy möchte was sagen. Ja, genau das, was ich gestern nachtragen wollte, wieso, wie wir es abgestimmt hatten. Ich möchte ganz gerne einen nicht öffentlichen Teil beantragen. Leider war dann der Pet-Server weggerotzt. Für die Vorstellung des internen Referententableaus von Harald und der angesetzte Zeitraum dafür beträgt eine Stunde. Ärgerlicherweise konnte ich es halt nicht mehr eintragen. Ich würde das jetzt ganz gerne gleich nachholen. Und ich denke mal, das Referententableau ist so eine Sache, die ist nicht so unwichtig, dass ihr da zustimmt. Gibt es dagegen Fragen? Nicht vor allen Dingen. Gibt es da Fragen, Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir über diesen nicht öffentlichen Teil ab. Wer ist dafür, dass wir diesen nicht öffentlichen Teil dann um 12.30 Uhr, sage ich mal, machen? Dem bitte ich um das Handzeichen. Müssen wir das aufschreiben, damit der Händchen hochhalten? Könnte es auch. Wer ist dagegen? Okay. Wer enthält sich? Lukas, was mit dir? Genau. Okay. So, dann wird dieser nicht öffentliche Teil also um 12.30 Uhr so stattfinden. Wir kommen zu Top 2, Bericht des Vorstandes an der Pressestelle und beginnen wie immer mit Ingo. Bitte schön. Schönen guten Morgen. Wir sind in den Vorbereitungen zum Plenum. Die erste Frage, die mir da unter den Nägeln brennt, ist, hat jemand, im besten Falle ja, die Mumble-Sitzung aufgezeichnet am vergangenen Freitag? Und ich bekomme den Mitschnitt. Dann stellen wir den online. Dann die andere Frage, die Antragsdeckblätter. Jetzt mal so pauschal, die noch nicht vollständig sind, bitte ich doch noch in Kürze nachzureichen. Vor allen Dingen die Statements, die zwar drin standen, aber mit dem Hinweis, dass sie sich bestimmt noch ändern werden, jetzt noch schnell zu ändern, weil mit Blick auf die bevorstehende Vorbereitung auf den NRW-Tag brennt bei uns so ein bisschen die Zeit und wir würden gerne morgen die Plenarübersicht, die wir nächste Woche rausschicken, vorbereiten und zwar final. Und von daher werden wir total dankbar, wenn wir heute, allerspätestens morgen früh, alle Antragsdeckblätter vollständig und aktualisiert vorliegen hätten. Das würde uns das Arbeiten erheblich vereinfachen. Daniel. Ich frage nur. Du kennst die Frage. Ja. Komm. Alles gut. In diesem Mal ist alles gut. Ja? Okay. Ja. Das ist was Internes, wir haben was miteinander. Nein, Schatz, der Mann lügt. Oh, Entschuldigung, das wäre jetzt nicht gemeint, mein Schatz. Egal. So, also Plenum ist in bester Vorbereitung. Außerdem sind wir an Landtag intern dran. Senkung des Schadstoffausstoßes wird das Hauptthema sein. Da werde ich schätze mal, mit Dannebott nochmal mich zurückziehen. Um wen? So. Außerdem sind wir in Verhandlungen mit diversen Medien im Nachgang zu dem Bericht des Landesrechnungshofes von gestern. Da gibt es noch ein ÖPNV-Thema, was uns heute beschäftigen wird. Und das sind im Prinzip so die absehbaren Aktionen. Dann natürlich noch der NRW-Tag, der uns am Wochenende beschäftigen wird. Der Standdienst sieht danach aus, als sei er ganz gut vorbereitet. Wie das dann tatsächlich ist, werden wir dann am Wochenende sehen. Es gibt eine Abmeldung von einem MDL. Zwei? Okay. Gibt es noch einen MDL, der bereit wäre, auch nach Bielefeld zu kommen, spontan? Weil wenn jetzt noch mehr Abmeldungen kommen,
wäre das halt blöd. Weil wir sind eh schon sehr dünn besetzt mit MDL an dem Stand und wenn jetzt zwei absagen... Frank? Ja, ich wollte nur auf die Frage antworten. Also, ich gucke gleich mal drauf, wie das dann hinpasst mit dem ABBT, also wie ich das machen kann. Ich will mir das gleich angucken. Ja. Ich weiß ja nicht, wo was ausgefallen ist und kann es gerade nicht einsehen. Ja, ich kann es ja sofort sagen. Ich würde es trotzdem gleich mit dem Terminkalender abpassen, wenn das recht ist. Also der Samstagnachmittag 17.30 Uhr bis 20 Uhr ist momentan nur mit einem einzigen MDL besetzt, Nico. Das wäre dann ebenfalls am Sonntag die erste Schicht um 10.30 Uhr ebenfalls ausschließlich Nico. Bei Grumpy, ja, ich habe deine Handmeldung gesehen, ist immer noch nicht klar wegen Petitionsausschuss, da bin ich immer noch mit dem Ausschuss in Verhandlungen. Ja, und ansonsten müssen wir halt mal gucken, also ich fände es total super, wenn auch Abgeordnete an dem Infostand stünden. Nachfrage, meine Nachricht hast du aber bekommen. Und zwar welche, dass du nicht kommst? Oder, also Entschuldigung, dass ich jetzt gerade so frage, aber... Ja. Ach so, offensichtlich nicht. Dann streiche ich dich da, dann haben wir jetzt gar keine MDLs an dem Infostand. Also zumindest zu den genannten Zeiten. Wenn ich mir diese Einschätzung erlauben darf, ich finde das nicht super. Aber das war doch jetzt alles geklärt, oder? Na, ich sag mal so, wir hatten also, einen... Das habe ich Ollis Mail gestern entnommen. Wir hatten mal einen Standdienst, da haben sich MDLs eingetragen und jetzt kriege ich gerade in kürzester Folge die dritte Absage. Bei nur... Nö, ich habe auch nur so ein Pad aufgemacht und bin ja, also, was soll ich machen? Nico, du kommst gar nicht, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Okay. So. Ja, also um den Prozess etwas zu beschleunigen und jetzt hier in großer Runde abzukürzen, es gibt dieses Pad und ich wäre total dankbar, wenn wir noch Abgeordnete fänden, die sich da eintragen. Im Moment sind es ja, zu wenig. Ich habe gerade gesehen, dass in der 13 bis 15.30 Uhr am Samstag ja auf jeden Fall zwei sind. Dann würde ich statt der 13 Uhr Schicht dann durchziehen von 15.30 Uhr bis 20 Uhr. Ja. Frank? Ja, ich wollte eigentlich nur zu dem Aufruf, den du gemacht hast, unterstützen. Ich war vor 2 Jahren in Detmold beim NRW-Tag und kann sagen, dass es sehr viel Spaß macht. Es gibt sehr viele interessante Bürgerkontakte und das lohnt sich sicherlich für jeden dabei zu sein. Wir haben die Problematik mit Halle, das ist klar, aber... Ich werde halt selber auch noch mal gucken, ob ich das irgendwie unter einen Hut kriege nachher und vielleicht schafft es ja noch jemand anders. Ich möchte nur ganz kurz in der Hinsicht an Folgendes erinnern. Es heißt immer wieder, wir würden uns zu sehr mit uns selbst beschäftigen. Der NRW-Tag ist in Nordrhein-Westfalen der Tag, in dem wir wirklich innerhalb des Landes auch mal nach außen gehen können. Von daher, wer nicht bei 3 beim ABPT in Halle ist, der möchte gerne bitte nach Bielefeld kommen. Ganz entspannt. Also nochmal, wer nicht bei 3 beim ABPT in Halle ist, möchte bitte nach Bielefeld kommen. Da wäre ich euch sehr dankbar für, weil es werden sehr, sehr viele Menschen da sein und es ist halt mal die Möglichkeit, sich nicht nur mit sich selbst zu beschäftigen. Vielen Dank. Nur möchtest du noch was weiter sagen oder versuchen wir den Rest im Laufe des restlichen Tages zu klären? Ich bin fertig. Achso, halt, stopp. Eine Sache habe ich natürlich vergessen. Erik Wallis würde ich euch gerne vorstellen. Der neue Referent für Kampagnen bei uns in der Pressestelle, der gestern seinen Dienst bei uns angetreten hat, in Ergänzung zu Helena, die ja schon seit einer Woche da ist.
Möchtest du vielleicht kurz was sagen? Möchtest du das da runterdrehen und das da kurz anmachen? Genau. Kurzer Anschluss, rede maximal 30 Minuten. Ja. Das ist genau das, was ich vorbereitet hatte. Also, Erik Wallis, mein Name, Kampagnen sollen meine Aufgabe hier sein. Würde mich freuen, wenn wir das gemeinsam in Angriff nehmen könnten. Und soll ich noch was zu meinem Hintergrund sagen, wo ich herkomme? Ich komme von Greenpeace, habe dort Kampagnenarbeit gelernt und Aktionen organisiert und denke, dass es zu einer sehr schönen Zusammenarbeit kommt in den nächsten Jahren bis zur nächsten Landtagswahl. Mit dem Ziel, so ich das jetzt auch von den Vorstellungsgesprächen entnommen habe, wiedergewählt zu werden und auch in Zukunft die Politik zu betreiben im Sinne der Piraten. Und ich glaube, da liegt viel Arbeit vor uns. Ich habe mir die Umfragen mal angeguckt, jetzt sind 2%. Wir sind gestartet mit fast 8. Die hat man sozusagen in den letzten 2,5 Jahren hat man 5 verloren ungefähr. Die muss man jetzt in 2,5 Jahren wieder reinholen irgendwie. Und ich denke, das ist ein ganz schönes Stück Arbeit. Und auf jeden Fall eine gute Entscheidung, die Pressestelle zu vergrößern. Weil es ist halt öffentliche Kommunikation. Naja, und eine der Möglichkeiten ist ja halt jetzt der NRW-Tag. Darum ist es wahrscheinlich gut, es kommen möglichst viele Menschen, auch außerhalb der Fraktion. Ja, kann ich mich dem eigentlich anschließen, was Ingo gesagt hat. Aufgrund meiner Erfahrung ist das immer gut, wenn die Hauptpersonen auch da sind, die der Bürger sprechen will. Und ja, ich freue mich auf die Zusammenarbeit, auf die Mitarbeit. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ingo äußerte auch, er hat fertig. Das heißt, wir machen weiter mit Bericht des Vorstandes. Das wäre dann jetzt der Grumpy. Nun gut. Entschuldigung, muss mich da gerade erstmal einfinden, und genau das war auch wieder mit einem der Punkte bei meiner ersten regulären gestrigen Vorstandssitzung. Es ist gerade erstmal das Ein- und Aufsammeln vieler kleiner Baustellen, wie es halt auch im Protokoll mit drin steht, vor allen Dingen in dem Zusammenhang der Austausch mit dem Betriebsrat in Bezug auf die Vorbereitung auch für die Präsentation des Referententableaus, was Harald heute vorstellen wird. Diesbezüglich wird dann auch entsprechend eine Mail dann noch an alle rumgehen im Nachgang. Dann haben wir ein bisschen Technik-Fu besprochen, Sachen wie das Redmine, was wir ganz gerne weiter vorantreiben möchten, auch dediziert nach den Erfahrungen, nach den guten, positiven Erfahrungen aus zum Beispiel Daniel Dies Büro oder Kai, der das ja halt, also die beiden, die das ja ganz bewusst mit auch nach vorne treiben, dass wir das mit entsprechender Einarbeitungszeit noch in der gesamten Fraktion eingetöpfert kriegen. Ansonsten gibt es viele kleine Formalia, wie Gehälter, Kontinuitätsüberweisungsgeschichten und so. Wenn ihr da Fragen haben solltet in der Hinsicht, kommt einfach direkt zu mir, spontan. Wüsste ich jetzt so nicht aus der Fraktionsvorstandssitzung, dass da gestern irgendwas war, wo ich sage, ein Kniebruch. Wenn ihr aber halt bestimmte Dinge habt, kommt auf mich zu, bitte. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Gab es da eine Wortmeldung oder was? Habe ich gerade eine Wortmeldung übersehen? Das ist nicht der Fall. Gut, damit sind wir mit dem Top 2 fertig. Wir kommen weiter zu Top 3 Umlaufbeschlüsse, und da hat sich ein Umlaufbeschluss von Ende Mai nochmal eingefunden, der am 3.6. geendet hat. Der ist nicht erfolgreich abgeschlossen worden. Es ging um gleicher Sprachgebrauch in offiziellen Protokollen wie in PMs. Das heißt, über diesen Punkt müssen wir noch abstimmen und oder zunächst diskutieren, wenn das der Wunsch ist. Ich habe mich schon gewundert. Haben wir schon
Ja, dann. Okay, dann hat sich das hier nur reingeschlichen und alle anderen Umlaufbeschlüsse seit der letzten. Ach so, das ist alles uralt, okay? Warum macht ihr sowas? Um mich zu verunsichern. Um mich zu verunsichern. Danke. Damit ist Top 3 leer und wir kommen zu Top 4, Nachfolge, Mitgliedswahl, Petitionsausschuss. Gibt es dazu Meldungen? Grumpy, bitte. Ja, vielen Dank. Ich möchte euch einfach bitten, darüber nachzudenken. Wenn ich jetzt den PGF mache, hatte ich ja von vornherein immer gesagt, es ist eine Stelle, ein Job, den man wirklich Vollzeit machen sollte. Wir können das auch bei den anderen Fraktionen sehen. Das ist relativ aufwendig, wie wir ja wissen. Ich möchte jemanden von euch bitten, für mich sozusagen in den Petitionsausschuss zu gehen, an meiner Stelle als stellvertretendes beratendes oder mitberatendes Mitglied bin ich gerne weiterhin bereit, dies zu tun. Das soll jetzt hier ganz bewusst noch nicht die Abstimmung sein, sondern mehr oder weniger ein kleiner Werbeblock für den Bereich der Bürgerbeteiligung hier in Nordrhein-Westfalen mit den Ideen und Ansätzen, die wir hier so versuchen, im Land mit voranzubringen. Michelle würde ich auch jetzt in Abwesenheit gerne als mit seiner Erfahrung in dem Bereich als Sprecher zukünftig in dem Ausschuss sehen, wenn er denn möchte. Und ich möchte, dass einer von euch oder eine von euch wirklich nochmal aufs Zeittableau schaut und sich überlegt, ob man nicht zwischendurch auch mal in Gefängnisse fahren sollte, um dort mit Strafgefangenen den Bereich der Menschenrechte zu bearbeiten oder halt andere große Dinge wie Massenpetitionen hier in diesem Land mit nach vorne zu bringen. Weil es ist mir schon persönlich sehr, sehr schwer oder fällt es mir schwer, diesen Bereich abzugeben, aber ich würde das definitiv nicht schaffen, konsequent weiter zu verfolgen. Wenn ihr da Fragen habt, gerne jederzeit. Simone, eine Wortmeldung. Ja. Ich habe gestern Nachmittag die Gelegenheit gehabt, relativ lange mit einem anderen Mitglied des Petitionsausschusses mich über die Thematik zu unterhalten. Ich müsste noch mal genaue Informationen haben über den zeitlichen Aufwand, aber ich wollte für den Moment erstmal grundsätzlich Interesse bekunden. Ich könnte mir das von der Thematik her sehr gut vorstellen. Und aber, also wie gesagt, ich denke drüber nach. Toso. Simone, vielleicht einmal kurz im Dialog. Welche Ausschüsse betreust du bis jetzt und du bist auch Vorstandsmitglied, ne? Das ist richtig. Ich habe den Integrationsausschuss und bin im Umweltausschuss für den Bereich Verbraucherschutz, Tierschutz, Landwirtschaft zuständig. Gibt es in unserer Fraktion noch Menschen, die weniger Ausschüsse haben als du? Sicherlich einige. Danke. Nicht einige, das ist jetzt übertrieben, aber es gibt Leute, die nur einen Ausschuss haben, ja. Ja, dann. Danke, Toso. Das Thema wollte ich ganz gerne auch irgendwann ansprechen, aber jetzt nicht unbedingt in dem Zusammenhang, denn ich weiß, wir haben noch ein, zwei weitere Tops, die sich mit der gleichen Thematik beschäftigen. Ich würde es ganz gerne bis Top 6 verschieben, diese Diskussion, wenn du nichts dagegen hast. Können wir gerne, also 4, 5 und 6, können wir gerne zusammenfassend besprechen, klar. Damit fasse ich das jetzt hiermit zusammen und ihr könnt auch, wenn ihr zu Top 5 oder 6 etwas sagen wollt, jetzt loslegen, bitteschön. Toso. Ja, Grumpy sprach ja gerade unter anderem an, dass im Petitionsausschuss durchaus Arbeit an einer Stelle zu erwarten ist, die den meisten nicht bekannt ist, halt in Gefängnissen. Da wir jetzt schon im Innenausschuss jemanden haben, der auch regelmäßig Haftanstalten besucht, würde sich das ja eventuell verbinden lassen. Von daher würde ich Dirk vorschlagen. Grumpy? Ohne jetzt hier extern, auch wenn Dirk da ist, zum Glück,
über Leute bestimmen zu können, zu wollen, wie auch immer. Ich selber habe mir Gedanken gemacht, viele Gedanken, wen ich persönlich fragen kann, für welche Bereiche. Und ich hatte gestern ein kurzes Gespräch auch mit Dirk in der Hinsicht und der Bereich Europaausschuss, genauso aus meiner Sicht, für mich, jeder, der seine eigenen Ausschüsse macht, sozusagen, sieht sie ja als hartes Kernthema an, was ich ja auch immer verstehen kann. Habe ich Dirk gefragt, ob er eventuell bereit wäre, Europa zu machen. Ich sehe den Europaausschuss ebenfalls als sehr, sehr zeitintensives Thema an, was man auch nicht mal so eben nebenbei mitnimmt, denn die Bereiche wirklich von der europäischen runter auf die Landesebene, Bereich Subsidiaritätsrügen zum Beispiel, ist etwas, wo ich genauso eine sehr, sehr starke Verbindung sehe von Europa bis rein nach innen. Deswegen hatte ich Dirk explizit gestern gefragt, ob er das machen möchte, und ich werde jetzt hier aber nicht vorgreifen. Für den Petitionsausschuss hatte ich auch mit mehreren Leuten gesprochen, wie ihr mit Sicherheit wisst, habe aber da jetzt sozusagen kein direktes positives Votum, was ich so rausgeben kann. Von daher würde ich halt das gerne weiterhin zur Disposition stellen. Olaf? Ich meine, mich hat es ja auch schon mal darauf angesprochen. Ich bin es mir auch noch am Überlegen. Ich müsste da auch gucken. Ich habe mich auch noch nicht abschließend dafür oder dagegen entschieden, ob ich das machen möchte. Petition. Frank? Ja, eigentlich wollte ich jetzt nicht, wobei stimmungsmäßig frage ich mich, was machen wir jetzt? Soll jetzt hier eine Entscheidung gefällt werden? Ich denke mal, es geht um das Bekunden von Interesse und dann ist gut und dann wird nächste Woche oder sowas gewählt. Ne? Grumpy? Ganz kurz, dies ist mehr oder weniger ebenfalls als Aufruf zu verstehen. Wir haben die Sommerpause. Ich werde natürlich bis vor der Sommerpause und sogar in der Sommerpause, denn der Petitionsausschuss tagt ja immer, auch diesen Sommer wieder, wie letztes Jahr, für den Petitionsausschuss zur Verfügung stehen. Ja, ich sagte schon einmal, es ist mit Arbeit verbunden. Das war die Sache mit der Realpolitik, die ja so nicht so wichtig einigen scheint. Wo ich halt trotzdem sage, auch da können wir thematisch, inhaltlich als Piraten immer wieder Ideen platzieren, wie die Veröffentlichung bereits versteckter, veröffentlichter, öffentlicher Protokolle in Durchsuchbar. Auch da können wir sozusagen als Piraten bestimmte Aspekte immer wieder nach vorne bringen. Und ihr habt die Sommerpause über Zeit, gerne euch Gedanken zu machen, ob ihr das mitmachen wollt oder nicht. Bis dahin sei dies ganz einfach nur ein Gesprächsbedarf dahingestellt. Moni. Ja, nur um die Sache komplett zu machen, der Michel hat ja zigmal auch gesagt, dass er nicht im HFA bleiben möchte. Wir sollten das dann zumindest überlegensmäßig mit einbeziehen, diese Sache. Wenn wir halt nochmal über Umbesetzung oder Neubesetzung von Ausschüssen reden. Das kann dann natürlich nur im Rahmen des Europaausschusses erfolgen, denn Michel bringt sich und seine Energie definitiv mehr als ausreichend im Petitionsausschuss bereits ein, als vollständiges Mitglied. Ach so, grundsätzlich, okay. Nach der Sommerpause dann HFA andenken. Toso und dann Frank. Ja, um das klarzustellen und den Frank vorwegzunehmen, ich bin ja im Moment mit ein paar mehr Ausschüssen beglückt, sehe aber, dass das durch die Zuarbeit der Referenten zeitlich funktioniert. Ich glaube, Frank ist auch halbwegs zufrieden im Moment mit mir. Im Kommunalausschuss machte so den Eindruck. Von daher würde ich die Baustelle zu diesem Zeitpunkt auf keinen Fall aufmachen wollen, speziell nicht im Hintergrund mit den gerade getätigten Kommunalwahlen und dass wir uns ja schon als Ansprechpartner für die kommunalen Piraten doch im Moment sehr ins Zeug legen, Frank und ich. Deshalb würde ich da
eine Kontinuität beibehalten wollen und den Kommunalausschuss im Moment auf keinen Fall zur Disposition stellen. Ich glaube, das ist hier recht, Frank, oder? Wenn ich dann zusammenfassen kann, geht es also nur noch um, was heißt nur noch, geht es um den HFA, Europa und Petition. Vielleicht, wenn Michel in dem HFA nach wirklich mehrfachem und längerem Bekunden sich nicht sieht, ist er jetzt heute leider krank gemeldet. Nee. Vielleicht ist für Michel ja der Wechsel in den Europaausschuss eine Möglichkeit. Ne? Und ich bitte wirklich Dirk darüber intensiv nachzudenken, ob der Petitionsausschuss nicht doch für ihn machbar ist. Frank. Okay. Tose, du warst schnell. Ich ändere meinen Wortbeitrag. Ich finde das sehr positiv, was du gerade gesagt hast. Und stehe dann auch noch für den Kommunalausschuss zur Verfügung. Ich denke, wir machen dann ein gutes Team jetzt für die nächste oder für eine, wie auch immer, noch lange Zeit zusammen. Trotzdem, falls jemand Interesse hat und das unbedingt machen möchte, da können wir dann drüber reden. Trotzdem bin ich dabei erstmal. Daniel. Also mich würde interessieren, wie wir da weiter vorgehen wollen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir gleich irgendwann sagen werden, okay, dieser Tagesordnungspunkt oder die Tagesordnungspunkte sind jetzt irgendwie beendet. Und dann bleibt das halt auch so. Dann machen wir das vielleicht nächste Woche auch nochmal, aber treffen wahrscheinlich auch keinen Beschluss. Möglicherweise beauftragen wir dann einfach irgendwann eine Unternehmensberatung, die dann die Ausschüsse für uns besetzt. Das bringt es nur alles nicht. Also ich glaube, dass wir an der Stelle wirklich dann einmal das große Fass aufmachen müssen. Ich höre ständig hier im Hintergrund dann irgendwelches Gemurmel, dass der eine mit der Ausschussbesetzung nicht zufrieden ist, der andere aus irgendeinem Ausschuss raus möchte oder lieber einen anderen Ausschuss besetzen möchte und so weiter und so fort. Dann lass uns doch dann wirklich da einmal ein Date fix machen, dann reden wir darüber, besetzen danach die Ausschüsse gegebenenfalls um und dann ist das auch irgendwann durch. Ich glaube, wir sollten die Ausschüsse besetzen. Ne? Also das war bisher so zumindest irgendwie Prämisse. Fände ich gut, wenn wir das auch künftig irgendwie tun müssen, würden. Ich selber wüsste dann auch, also ich habe den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, habe den Sportausschuss, mache zwischendurch noch ein bisschen irgendwas mit diesem Präsidium. Ich kann auch noch den Petitionsausschuss machen, das ist auch kein Ding, interessiere mich auch für. Also was Simone vorhin auch gesagt hat, finde ich irgendwie ein ganz spannendes Ding. Aber ich weiß halt tatsächlich nicht, ob es nicht vielleicht ein paar andere gibt, die noch so ein kleines bisschen mehr Ressourcen haben. Und irgendwie bin ich der Meinung, wir sollten da ehrlich drüber reden. Und das tun wir bislang hier überhaupt gar nicht. Grumpy? Ja, wir haben ja auch eine weitere Klausurtagung in der Hinsicht. Da brauchen wir also nicht ein Was, Kai? In der Hinsicht, deswegen hatte ich dies so mehr oder weniger als Gesprächspunkt halt mit auf die TO genommen. Mein Vorschlag war die Sommerpause hinweg, ich setze da das Vertrauen voll und ganz in euch, die Sommerpause geistig dafür zu benutzen, sich zu überlegen, ob man in der Hinsicht aktiv werden möchte oder nicht. Denn, du sagtest gerade, wir würden da keine Entscheidung treffen, denn wenn ich nach der Sommerpause selber diese Dinge auf die TO setze und sage, wir machen eine Neuwahl und es meldet sich keiner, dann meldet sich keiner. Dann ist das halt so und dann müssen wir damit klarkommen, ob wir das jetzt hier in der epischen Breite ausdiskutieren wollen oder wir uns ganz bewusst die Sommerpause gönnen und dies vielleicht sogar bei der kommenden Klausurtagung ansprechen. Das sind Möglichkeiten, die halt einfach hier und jetzt auf dem Tableau stehen. Wir können es machen, wir können es sein lassen. Da seid ihr gefragt, aber ich weiß nicht, ob es sich jetzt wirklich lohnt, hier und jetzt eine Entscheidung übers Knie zu brechen. Euer Ball. Daniel. Ja, ich verstehe das, Grumpy. Gleichwohl
Also ich zum Beispiel, wenn ich in irgendeiner Form von einer Ausschussumsetzung betroffen bin am Ende, fände ich es gut, wenn ich die Sommerpause zur Verfügung habe, um mich im Prinzip auf die neue Aufgabe vorzubereiten und nicht dann am 21., 22. August, wenn wir die Klausurtagung haben, also in der letzten Woche der Sommerpause, dann quasi direkt in den laufenden Betrieb einsteigen muss in den neuen Ausschuss. Fände ich persönlich schlecht. Zudem haben wir uns ja eben auch verständigt, dass wir bei einer Klausurtagung keine bindenden Beschlüsse fassen. Also den formellen Beschluss, den könnten wir dann sogar erst auf der dann folgenden Fraktionssitzung irgendwie machen. Ich finde das dann vermutlich zu spät. Aber vielleicht bin ich auch der Einzige, der meint, sich dann in so einer Sommerpause darauf vorbereiten zu können. Also vielleicht interessiert das aber auch keinen. Dann würfeln wir das halt aus. Ja, wie lange denkt man denn dann drüber nach? Weil das tut alles machst. Mikro, bitte. Olaf. Der Konflikt ist ja nun wirklich eigentlich, wenn ich ihn richtig verstehe, zwischen drüber nachdenken und sich vorbereiten können auf die neue Aufgabe. Und er ist nun mal da und den kann man jetzt auch gar nicht irgendwie von der Hand weisen. Ist beides nicht optimal. Ich möchte nämlich auch keine Aufgabe haben hinterher, auf die ich mir nicht vorher Gedanken drüber gemacht habe, ob ich die erledigen möchte und ob ich die Zeit dafür habe. Genauso wenig, wie ich eine Aufgabe haben möchte, wo ich am nächsten Tag eigentlich schon voll eingearbeitet sein müsste. Das Einzige, wenn ich mir jetzt hier den Terminplan angucke, nächste Woche Dienstag können wir nicht. Es gibt also eigentlich nur zwei Möglichkeiten, die wirklich praktikabel wären, wenn ich das hier mit den Ferien sehe. Das wäre, wenn man es noch vor der Sommerpause machen möchte, am 8. Und deswegen möchte ich jetzt ganz einfach einen Antrag stellen, dass wir jetzt darüber abstimmen, ich hoffe mal, das klappt, ob wir das eben am 8. oder am 15. in die Fraktionssitzung setzen. Da ist nämlich noch keine, nee, da sind noch keine Sommerferien, da ist noch sitzungsfreie Zeit. Das ist eine Sommerferien. Der 8. ist noch nicht, oder? Doch. Okay, dann wollen wir. Das ist zwar ein Code of Ethics-Termin, aber es findet definitiv keine Fraktionssitzung statt. Es findet, okay, wenn da schon. Dann habe ich einen Fehler hier im Kalender, ist okay, dann ist der dadurch entstanden, dann ist der Vorschlag nicht möglich. Gut, ich habe einen Alternativvorschlag. Ich denke, eine Woche Bedenkzeit, sich Informationen einzuholen und so sollte lange genug sein. Ich schlage vor, dass wir das nächsten Dienstag final entscheiden bzw. wählen. Moni? Ja, man munkelt, dass nächste Woche wahrscheinlich nur zwei Plenartage sind. Dann könnten wir den nächsten Freitag abschließend hier machen, vielleicht auch mit einem Abschließenden, weiß ich nicht, ein bisschen was essen und dann könnten wir uns hier treffen und das gemeinsam beschließen. Hätten wir dann, in dem Fall hätten wir Zeit genug. Genau, dann würde ich doch vorschlagen, dass wir bis heute Abend warten und wenn wir drei Tage Plenar machen, das am Dienstag entscheiden, sollten wir nur zwei Tage Plenar machen und zum Come Together am Freitag hier einfinden, ein bisschen was essen und ein bisschen was wählen. Ist das in Ordnung? Gibt es Widerstände? Gut, dann machen wir das so und ich denke damit alle Leute, die sich Gedanken machen, machen sich jetzt eine Woche noch intensivere Gedanken und wir beenden den Tagesordnungspunkt und kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, das ist 7, Gamescom. Soll die Piratenfraktion an der Gamescom teilnehmen? Kann ich da was zu sagen? Bitte. Das hat sich eigentlich erledigt. Es gibt keine offizielle Möglichkeit, auf die Gamescom zu kommen. Man kann sich untermieten, man kann einem anderen Veranstalter quasi Fläche abkaufen. Das habe ich auch versucht, aber da die Veranstalter gesagt haben, sie möchten auf keinen Fall Parteien daheim haben, kommt das nicht in Frage. Ich habe argumentiert, dass das die Fraktion ist und auch mit Hinblick, dass die Junge Union sich darauf beruft, dass sie eine Organisation sind und da sind. Ja, ich werde heute noch mal mit dem Menschen sprechen, aber aktuell sieht es schlecht aus. Die einzige Möglichkeit ist, uns davor zu
positionieren, also nicht auf das Gelände selber. Daniel S. und dann Daniel D. Du solltest vielleicht wissen, dass die Yuppies vor ein paar Jahren schon mal da waren, dass das in der Regel aber am Kleingeld gefehlt hat, dass sie da drauf können. Insofern wäre es vielleicht eine Möglichkeit, mit denen zu kooperieren. Nein. Dann weiß ich, dass die Kölner Piraten da immer davor praktisch sich positionieren und Material verteilen. Das wäre im Grunde auch als Fraktion möglich. Da gibt es im Prinzip den Weg zwischen... Okay, aber du hast Kontakt auch mit den Kölner Piraten. Oder solche, dann kann ich dir einen Ansprechpartner geben. Alles klar. Okay, mache ich. Nee. Daniel? Ja, das, was Daniel sagt, wollte ich auch sagen. Und dazu noch, die Diskussion hatten wir ja im letzten Jahr dann auch bei der in Bezug auf die Gamescom. Es gibt ja auch immer Diskussionsveranstaltungen da, wo wir immer nachher weinen, dass wir nicht dazu eingeladen wurden oder nicht berücksichtigt wurden. Haben wir da, ich frage jetzt konkret vielleicht Daniel, gibt es da einen Kontakt zu, dass das dieses Jahr möglicherweise anders aussieht, weil die anderen Parteien ja immer vertreten sind. Und ich war letztes Jahr auf einer der Diskussionsveranstaltungen, also mit großem Wissen trumpfen die da ja nicht auf, die anderen Parteien, um es mal vorsichtig zu sagen. Okay, wollen wir irgendwie versuchen, da nochmal einen Kontakt aufzunehmen? Ich bin mir relativ sicher, dass das der Landesverband letztes Jahr, du weißt mehr, dann halte ich die Klappe und der Lukas sagt was. Der Ingo wollte, glaube ich, oder willst du warten bis... Nee. Um den ganzen Prozess etwas zu beschleunigen, die Frage, die wir eigentlich heute in dieser Tagesordnung klären wollten, war einfach lediglich, ob die Fraktion irgendwie mit der Gamescom da sich präsentieren will. Und wir in der Pressestelle würden dann die Möglichkeiten eruieren, ob drinnen, ob draußen, ob drüber, ob drunter, ob auf der Podium oder nur mit Flyern oder so. Ich glaube, das müssen wir nicht in dieser großen Runde hier in epischer Breite diskutieren, weil dann sitzen wir in der Stunde noch. Deswegen war einfach nur grundsätzlich die Frage, sollen wir uns irgendwie bemühen, im Rahmen der Gamescom ein orangenes Logo zu zeigen, jo oder nee? Lukas. Super, direkte Antwort auf Ingo. Ja, mit Konzept, ne? Weil Piraten wirken, Flyer verteilen auf der Gamescom. So, aber das macht tolle, ihr schon. Das ist eine tolle Idee. Oder Logo zeigen, vielen Dank. Und zweitens zu Daniel. Ja, wir, beziehungsweise halt auch zum Bereich Kultur und Medien, sind zaghaft mit dem Veranstalter in Kontakt, haben da Kontakt aufgenommen. Ob es was wird, weiß ich nicht, aber da läuft was. Marc, wolltest du noch was sagen? Sonst können wir das dann auch abstimmen. Genau, ganz kurz in dem Zusammenhang möchte ich aus einer Einladung der Gamescom zitieren. Am Tag der Eröffnung, dem 13. August, wird es auch wieder ein politisches Rahmenprogramm auf der Gamescom geben. Von daher, Zitat Ende, von daher denke ich mal, sollten wir da mal so mit reinmarschieren, oder? Frank? Also... Wir reden jetzt nicht hier über ein finanzielles Engagement oder sowas, sondern einfach, dass wir politisch natürlich uns da einbringen. Ich denke mal, das ist selbstverständlich. Ne? Gut, vielen Dank. Dann können wir das bitte noch einmal kurz abstimmen, ob wir uns in irgendeiner Form drüber, drunter, dahinter, davor, wie auch immer, oder auf dem Podium an der Gamescom beteiligen. Da bitte ich um das Handzeichen, wer dem zustimmen möchte. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, Abstimmung über Anträge für das nächste Plenum. Gibt es da noch was abzustimmen? Toso, bitte. Ich bitte darum, den Tagesordnungspunkt noch einmal aufzurufen. Ich denke, wir werden so um Viertel nach elf den Antrag fertig haben. Früher war leider nicht drin. Auch wenn ich jetzt die Nacht tatsächlich noch mal 3 Stunden Schlaf hatte. Die 3 habe ich leider gebraucht. Frank? Okay, das ist jetzt zu einem anderen Antrag, aber auch zum Plenum, was ich sagen wollte. Ja, okay. Es gibt gerade zu dem Antrag Antiterrordatei noch eine Abstimmung zwischen Rechtsausschuss und Innenausschuss, wie behandelt wird, ob der direkt abgestimmt wird oder vielleicht in einen der beiden Ausschüsse überwiesen wird. Ich
weiß nicht, ob das relevant ist, dass wir darüber hier nochmal reden müssen oder das nur gerade erwähnen. Der Antrag bleibt ansonsten so, wie er ist. Marc? Ganz kurz, habe ich da was übersehen? Absprache mit den anderen Ausschüssen. Frank, ich weiß, direkte Diskussion ist in der Hinsicht immer etwas ungeschickt. Man möge mir das als Anfänger im PGF-Bereich nachsehen. Wenn du da noch zusätzliche Informationen für mich hast, die ich nachher mitnehmen kann, wäre ich dir natürlich äußerst dankbar. Frank? Ja, ich bitte ganz vielmals um Entschuldigung. Das ist eine Sache, die heute Morgen entstanden ist. Ich habe dich in den Mailverkehr nicht eingebunden, unabsichtlicherweise. Natürlich gibt es eine Mitteilung, und zwar, ich sage mal, spätestens um 12, wenn wir in der Pause hier darüber geredet haben, nochmal. Mitteilung kriegst du natürlich auf jeden Fall. Gut, dann sieht das also so aus, dass bei beiden Sachen zu einem späteren Zeitpunkt heute gegen Mittag auf jeden Fall ein Antrag da ist und eine Entscheidung. Das heißt, wir setzen den Tagesordnungspunkt gleich nochmal drauf. Weitere Anträge scheinen nicht zu behandeln sein. Das heißt, wir kommen jetzt zu Top Nummer 9, Präsentation des Jahresabschlusses. Harald. Ich bin schon dran. Ich bin noch mitten in der Vorbereitung. Jedenfalls. Jahresabschluss ist öffentlich, ja. So war die Praxis. Top 10 ist nicht öffentlich. Erst Top 10 ist nicht öffentlich, das ist Top 9. Gut. Heute stehen ja. Steht die Präsentation Jahresabschluss an. Es ist eine kleine Präsentation. Ich denke, ich werde nicht länger als 20 Minuten brauchen. Ich habe mich jetzt luxuriöserweise hier hingesetzt, weil hier mehr Platz ist und der Jaroslav blättert dann die einzelnen Folien durch. Ich gebe dir dann immer ein Signal. Ja, mich vielleicht vorab, soll ich noch warten? Die Unterschrift. Ach so, Entschuldigung. Ja, das ist doch jetzt okay. Ja, aber dann spricht das ja nicht mehr, sondern ist mehr Ruhe. Also, ja, ich bin auch nur Ruhe gewöhnt. So, das lese ich hier. Ne? Alles klar? Ja. Roger? Okay. Ja, die Präsentation dauert etwa 20 Minuten, sind 12 Folien, die ich aber gar nicht alle im Einzelnen zeigen muss, weil die zum Teil auch schon bekannt sind durch die Fraktionsklausur. Ja, mir ist eigentlich wichtig, dass ich zwei Vorbemerkungen zunächst mal hier platziere. Was den Jahresabschluss angeht, haben wir es ja immer mit zwei gefährlichen, detailorientierten Vertretern zu tun. Das ist einmal der Steuerberater. Und wenn der Steuerberater da war, folgt der Wirtschaftsprüfer. Als Voraussetzung für die Abgabe der Jahresabschlüsse beim Landtag ist das Siegel des Wirtschaftsprüfers erforderlich und natürlich auch das Testat des Steuerprüfers. Ich habe ja kurz schriftlich die Rechnungslegung schon mal rumgereicht und ich freue mich, dass wir am 16. Juni vom Steuerberater das Testat erhalten haben. Das sozusagen gipfelt in der Bemerkung, bei der Aufstellung der Rechnungslegung der Piratenfraktion im Landtag NRW sind uns keine Anhaltspunkte bekannt geworden, die gegen eine Ordnungsmäßigkeit der Buch- und Belegprüfung sprechen würden. Also gibt zur Freude Anlass. Kerstin und ich haben uns darüber natürlich erstmal genussvoll zusammengesetzt, aber noch nicht einen drauf getrunken. Das werden wir noch später erst nachholen, wenn alles vorbei ist. Dann haben wir gestern Abend vom Wirtschaftsprüfer endlich das Signal bekommen. Er hat uns bescheinigt,
Die Bücher der Gesellschaft sind nach den Regeln der kaufmännischen Buchführung ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. Das ist ja ganz besonders wichtig. Belege, keine Bewegung ohne Beleg, sage ich ja immer. Die Buchführung entspricht nach meinen Feststellungen, also des Wirtschaftsprüfers hier, den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Buchführung. Und dann nochmal einen kleinen Satz: Im Rahmen meiner Prüfung, also des Wirtschaftsprüfers, wurde festgestellt, dass die Aufzeichnung und das Belegwesen den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Buchführung und die Rechnung der Vorschriften, den Vorschriften von § 7 Absatz 2 bis Absatz 4 des Fraktionsgesetzes entsprechen. Das ist für uns ganz besonders bedeutsam, weil natürlich im Fraktionsgesetz festgehalten ist, die Höhe und der Verwendungszweck der Fraktionszuschüsse, die wir monatlich bzw. jährlich bekommen. Das heißt also, wir haben das Testat des Wirtschaftsprüfers und des Steuerberaters. Der Papst würde sozusagen Urbi et Orbi machen. Damit haben wir alle Voraussetzungen erfüllt, mit gutem Gewissen dann in den nächsten Tagen an die Landtagsverwaltung den Jahresabschluss weiterzureichen. Das wollte ich vorab hier nochmal anmerken. Dank auch nochmal an die ehemalige parlamentarische Geschäftsführerin, an Monika, denn wir unterhalten uns hier ja über das Jahr 2013, was voll unter der Amtszeit ja auch von Monika mit behandelt wurde. Das heißt also für das Jahr bedenkenlose Belegführung etc. Also danke auch nochmal an Moni. Aber auch so. Kerstin, bitte. Ja, das kommt gleich noch, mache ich nachher nochmal. So, dann möchte ich auch noch mal hervorheben, dass wir, so haben wir das im vergangenen Jahr auch gemacht, nach der Behandlung hier in der Fraktion des Jahresabschlusses unmittelbar den Jahresabschluss auf unserer Homepage veröffentlichen. Ist vielleicht nicht ganz so bekannt. Aber der Timelag, bis das im Rahmen einer Landtagsdrucksache veröffentlicht wird, ist doch sehr hoch. Das ist mindestens 6 Monate. Und im Sinne eigentlich unserer Ansprüche auch einer zeitnahen und unmittelbaren Transparenz veröffentlichen wir sowas sofort nach Behandlung hier in der Fraktionssitzung. Ja, gut. Dann würde ich sagen, können wir mal anfangen. Erste Chart, das ist einmal eine Übersicht der Fraktionszuschüsse, die wir in 2013 bekommen haben. Wir reden ja nur über 2013. Die Fraktionszuschüsse sind dort aufgesplittet in einen Grundbetrag und einen Gesamtgrundbetrag, den jede Fraktion bekommt, und der einen Grundbetrag pro MDL, der dort in der zweiten Spalte mit 2.469 Euro pro MDL ausgewiesen ist, und einem Oppositionszuschlag. Also diese Dreiteilung ist eigentlich auch eine, die oft von Rechnungshöfen früher, sage ich mal, moniert wurde, dass in einem pauschalen Betrag so Zuschüsse bewilligt werden. Hier in NRW ist das eigentlich gut gelöst und entspricht weitgehend den Vorstellungen der Landesrechnungshöfe, so eine Dreiteilung vorzunehmen. Das nur am Rande bemerkt, vielleicht auch der Ordnung halber nochmal bemerkt. Ihr seht, dass der Grundbetrag in jedem Monat gleich ist, und wir hatten ja dann vergangenes Jahr im September eine Veränderung der Fraktion, sodass sich dort eine leichte Verringerung des Grundbetrages je MDL, weil wir nur noch 19 Abgeordnete statt 20 sind, ergeben hat. Dadurch also eine leichte Verringerung, die aber nicht so stark ins Gewicht fällt in der Gesamtschau. Ja, die Jahreseinnahmen über die Zuschüsse liegen dort in der rot ausgewiesenen ersten Summe bei 1,95 Millionen. Dazu müssen wir die Zuschüsse für die Enquete-Kommission zählen, die hier separat nochmal ausgewiesen sind mit rund 157.000, und auch die Zuschüsse für die
parlamentarischen Untersuchungsausschüsse mit 160.000. Insgesamt ist das dann ein Fraktionsbudget, ein jährliches von 2,267 Millionen. Ja, in 2014, das haben wir dann gleich mal auch mit aufgenommen als Vorausschau, lohnt sich ja immer, da werden wir eine Einnahmensteigerung haben, die dann insgesamt, ich will jetzt die Details, ist ja unnötig, jetzt nicht nennen, die dann insgesamt von 2,267 Millionen, eine Steigerung bedeutet, auf 2,455 Millionen. Der Grund dieser Steigerung ist im Wesentlichen, dass sich die laut Haushaltsbeschluss für 2014 die Zuschüsse an die Fraktion erhöhen. Und ein weiterer Grund ist, dass die Zuschüsse für die Enquete-Kommission als auch für die PURs dann auf 12 Monate belaufen. In 2013 sind die unterjährig entstanden, die Ausschüsse und PURs, während dann in 2014 die fürs volle Jahr zu Buche schlagen. Ja, gehen wir zum nächsten. Dann gehen wir zum nächsten entscheidenden Chart, worüber wir hier sprechen. Das ist ja die Rechnungslegung für 2013. In etwa dieser Form wird das auch an den Landtag gehen. Dort haben wir oben in der Spalte, in der Zeile Einnahmen, nochmal aufgeführt die Gesamtzuschüsse und dem unter B die sonstigen Einnahmen. Sonstigen Einnahmen kommen im Grunde zustande, also das sind Krankenkassenzuschüsse, die gewährt werden und beispielsweise Einnahmen aus Werbemitteln, die Abgeordnete sozusagen dann selbst bezahlen. Das ist im Wesentlichen der Posten 24.900 Euro. Die Gesamteinnahmen liegen also dort in 2013 inklusive PURs und inklusive Enquete, wie vorhin aufgezeigt, bei runden 2,3 Millionen Euro, wie oben eben rechts ausgewiesen. Die Ausgaben sind dort dagegen gestellt, was zu einem Jahresüberschuss von 396.000 führt. 1,9 Millionen haben wir etwa an Ausgaben dagegen. Vielleicht gucken wir nochmal unter Ausgaben unter A, Entschädigung an Fraktionsmitglieder mit besonderen Funktionen. Dort werden hier in der Fraktion keine gewährt, deshalb ist dort 0 aufgeführt. Unter B sind nichts Überraschendes, die Personalausgaben für die Fraktionsbeschäftigten aufgeführt in Höhe von 1,647 Millionen Euro. Und unter C haben wir die Sachausgaben. Die Sachausgaben untergliedern sich nochmal in verschiedene Kostenarten. Als erstes sind hier die Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes genannt, in Höhe von 108.000 rund. Also die Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes, ich will mal zwei Beispiele geben, sind sowas wie Bewerbungskosten, Abschreibung ist ein guter Teil und auch Fremdleistungen. Bei B, Ausgaben für Veranstaltungen, wie das Wort schon sagt, ein Beispiel, wir hatten eine Verkehrswendekonferenz, die ist da beispielsweise auch mit drin, das ist der Posten mit 24.000 Euro. Bei den Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit sind logischerweise die Aktivitäten oder die Ausgaben der Presse und der Öffentlichkeitsarbeit drin enthalten, auch Kosten für Fotografen oder für Merchandising-Artikel, um mal wesentliche Posten so zu nennen. Es gibt natürlich eine ganze Reihe noch an Details. Falls da Detailfragen sein sollten, jederzeit würde ich aber hier von abraten, hier im großen Kreis nochmal dann vielleicht zu Kerstin und mir kommen, weil wir dann in die einzelnen Konten reingucken. Kann aber auch hier gestellt werden natürlich, gar keine Frage. Ja, dann die Ausgaben für Beratung und Gutachten Dritter. Ist kein besonders hoher Posten mit 8.900 Euro. Das ist
um mal einen Posten zu nennen, inklusive Frau Terlinden, aber exklusive Steffen Hagen. Ja, das kann natürlich noch gar nicht drin sein. Ausgaben für dienstliche Reisen, das sind die ganz normalen Dienstreisen und auch unsere Klausurtagungen, die dort voll enthalten sind. Ja, wir haben eine Entwicklung, dass der, da gucken wir gleich nochmal drauf, aber dass der Überschuss in diesem Jahr relativ hoch ausfällt mit 396.000. Das heißt also, dass die Rücklagen sich wie unten links, bleiben wir nochmal bei der letzten, alles klar, wie unten links aufgeführt, Entwicklung der Rücklagen heißt es dort. Wir sind also jetzt bei den Rücklagen bei 897.000 Euro angekommen. Das liegt doch sehr auch daran, dass eben in diesem Jahr es eine wesentliche Erhöhung gegeben hat. Auch der Fraktionszuschüsse durch Haushaltsbeschluss für den Haushalt 2014 ist ja im Einzelplan 1 drin aufgeführt. Dann ist dort neben der Rücklage ist das Anlagevermögen aufgeführt mit 42.000 Euro. Um mal ein Beispiel zu geben, das sind im Wesentlichen ist das Streaming-Equipment und Software im Wesentlichen. Ja, bei den Verbindlichkeiten, die dann daneben nochmal stehen, Forderungen haben wir keine, ist alles da. Alles verbucht und da. Verbindlichkeiten von runden 38.000 Euro ist nichts anderes als Rechnungen, die durch den Jahreswechsel zustande gekommen sind. Also völlig normal, das ist ohne, da sind keine Mahnungen oder Ähnliches drin enthalten. Liegt der Kerstin immer besonders am Herzen, das auch zu vermitteln. Ja, Abgrenzungsposten, also aktive und passive Abgrenzungsposten haben wir nicht, liegt auch zum Teil daran, dass wir monatsgleich, kann man sagen, unsere Fraktionszuschüsse bekommen, sonst müssten wir Abgrenzungsposten bilden, ist in diesem Falle nicht erforderlich. Ja, dann gehen wir, das wäre die Rechnungslegung für 2013, dem wollte ich noch mal kurz zur Erinnerung ein älteres Chart kurz gegenüberstellen. Das waren die Ist- und Planansätze aus 2013, wie wir sie damals präsentiert haben. Vielleicht der Erwähnung wert ist, dass wir bei den Sachausgaben, die dort mit 225.000 Euro ausgewiesen sind, ja, einigermaßen stabil geblieben sind und ziemlich richtig gelegen haben, sind etwas höher ausgefallen als in den Ist- und Planansätzen prognostiziert. Ja, die Rücklagen dort unten, also in der Zeile Rücklagen 2013, da lagen wir bei, in unserer Kalkulation, wenn man so will, bei 165 oder rund 166.000 Euro für das Jahr 2013, wie ich gerade schon gesagt habe, ist das wesentlich übertroffen worden, eben durch die Zusatzeinnahmen, durch die Erhöhung der Fraktionszuschüsse und auch der sonstigen Zuschüsse, also der Krankenkassenerstattungen etc. Das ist jetzt betrachtet gewesen, auch ohne PUR und Enquete-Kommission, die dann auch noch ein bisschen dazu beigetragen haben. Ja, vielleicht noch mal im nächsten Chart, auf das ich jetzt eigentlich gar nicht näher eingehen muss, weil das ist nochmal die Bilanz und die G&V, also dasselbe, wenn ich das so sagen darf, in grün, was ich gerade ausgeführt habe, eben nochmal doppisch dargestellt, nach den Gesetzen der Doppel- und Buchhaltung eben. Gehen wir mal, das ist also die Aktiva, gehen wir mal auf die Passiva-Seite noch einen weiter. Vielleicht nur einen Betrag mal herausgegriffen. Da oben rechts sind 897.000 Euro ausgewiesen als Eigenkapital. Ja, das ist im Grunde genommen unsere Rücklage, die ich vorhin im Einzelnen erläutert habe. Die findet sich also sozusagen als Eigenkapital in einer normalen Bilanz wieder. Zu den Verbindlichkeiten und was dort aufgeführt ist, da unten drunter habe ich gerade schon einiges gesagt.
gehen wir noch einen weiter. Zur Vollständigkeit: im Rahmen der doppelten Buchhaltung gehört auch eine G&V-Rechnung. Und das ist sozusagen eine Aufsplittung der verschiedenen Kostenarten, auf die ich jetzt gerade im Einzelnen auch schon eingegangen bin. Ja, zur Erinnerung nochmal, Enquete und Pours, das möchte ich jetzt eigentlich nicht im Einzelnen ausführen, weil wir die separate Betrachtung der Enquete und Pours von 2013 und 2014 auf der letzten Fraktionsklausur jetzt gemacht haben. Dort würden sich jetzt keine neuen Erkenntnisse ergeben. Kann ich aber nochmal zusätzlich erläutern, kommen wir aber heute bei der zweiten Präsentation auch nochmal vielleicht kurz drauf. Ja, das können wir uns also sparen. Das ist 2014, das ist bekannt hier in dem Kreis. So, dann haben wir hier, das ist der vorletzte Chart, haben wir hier nochmal die Planansätze aus 2014, die Kerstin und ich im April hier präsentiert haben. Dort wollte ich nochmal das Augenmerk auf die Ausgaben, nämlich die Personalkosten unter vorläufiges ist 2013, Personalkosten in Höhe von etwa 72,58%, die sich dann in 2014 erhöhen. Da gehe ich jetzt im nächsten Chart nochmal im Einzelnen darauf ein, was das letzte wäre. Und zwar möchte ich da auch weiter auf die Personalaufwendungen euren Blick richten. Ich habe hier nochmal unsere Planung aufgeführt bei den Personalaufwendungen, die bei 1,479 Millionen Euro liegen. Dort ist dann ausgewiesen 74% durch die Entscheidungen im Bereich Presse und Innen. Hat sich dann in der aktualisierten Planung, das ist die zweite große Spalte, Jahresplanung 2014 aktualisiert, haben sich diese Personalaufwendungen auf 1,559 Millionen Euro erhöht und liegen dort bei 78%. Das ist also durchaus auch im Quervergleich mit anderen Fraktionen eine Hausnummer, die wir da erreicht haben, aber ist jetzt kein Anlass, sozusagen in irgendwelche Panik oder sowas auszubrechen. Aber ich will einfach darauf hinweisen, dass wir im Verhältnis zu den Einnahmen, die im Rahmen der Jahresplanung veranschlagt sind, mit 1,993 Millionen ganz oben, also ausgewiesen als 100%, in 2014 nach unserer Finanzplanung zum ersten Mal dann die Rücklagen angreifen werden. Wir liegen also über den Zuschüssen. Das ist ganz unten ausgewiesen, wo ihr den Jahresüberschuss Fehlbetrag seht mit 64.000 als Fehlbetrag. Das heißt also, wir gehen zu 3% etwa an die Rücklagen, die wir haben. Ist kein Anlass zu Besorgnis, möchte ich hier ausdrücklich sagen. Wir haben relativ üppige Rücklagen, aber eben genau auch für solche Situationen muss ja Vorsorge getroffen werden, dass es unsere Zuschüsse, unser Budget dann unsere Zuschüsse übersteigt. Ich wollte aber nur an den aktuellen Entscheidungen der Fraktion orientiert, was die Personalentscheidungen angeht, also die beiden Stellen in der also Kampagnenstellen und die Stelle Innen, mal aufzeigen, dass das in 2014 zwar nur eine Wirkung hat von minus 3%, das heißt also, die Rücklagen angegriffen werden, aber in 2015, nur jetzt auf diese drei Stellen bezogen, steigen die Personalkosten noch einmal, weil sie ja erst in 2015 voll wirksam werden. Ja, denn in 2014 sind nur einige Monate, also ab 1.9. beziehungsweise ab diesem Monat
betroffen. So, das heißt, die Personalkosten in der Jahresplanung 2015, die es ja realiter noch nicht gibt, ich wollte einfach nur die Sensibilität in der Fraktion nochmal für diesen Tatbestand herbeiführen, würden auf 1,639 nach heutigem Stand auf 1,639 Millionen steigen. Das heißt, wir hätten dann einen Personalkostenanteil von 82%. Ja, das führt dazu, dass wir erneut an die Rücklagen gehen. Mir ist ganz wichtig, dass wir diesen Tatbestand im Fokus haben. Wir würden dann, wie unten ausgewiesen, 144.000 Euro aus den Rücklagen entnehmen. Das heißt also etwa 7%. Also wir würden unser Zuschussbudget um 7% damit übertreffen. Auch nochmal an der Stelle erwähnt, wie vorhin, kein Anlass zur Besorgnis. Ich betrachte es jedenfalls als meine Pflicht, darauf nochmal hinzuweisen. Und ich muss auch betonen, es macht auch Sinn, in einem, sag ich mal, überschaubaren Ausmaß an die Rücklagen zu gehen. Denn es kann nicht Sinn der Sache sein, die Rücklagen so hoch wie möglich etwa anzuhäufeln. Das wird sehr breit von den Landesrechnungshöfen kritisiert, weil wenn die Rücklagen, sage ich mal, überproportional hoch wären, dann wäre das, so verschiedene Landesrechnungshöfe, eine verschleierte Parteienfinanzierung, weil dadurch eben eine Überfinanzierung der Fraktionen sich darstellen würde. So die Argumentation von verschiedenen Rechnungshöfen. Also deshalb ist mir wichtig, diesen Kontext einfach nur nochmal darzustellen und auch nochmal darauf zu verweisen, dass wir sozusagen von der Planung 2014, die Kerstin und ich hier im April präsentiert haben, wo wir die Personalkosten bei 74,2 lagen, auf 2015 eine Steigerung von 10% haben werden. Ja, das ist alles nicht wenig. Und das sind die Auswirkungen der jetzt getroffenen Fraktionsentscheidungen mit dem wirtschaftlichen Timelag. Ja, das war sozusagen fast so schnell und angemessen, wie ich konnte, nochmal eine Schilderung unseres Jahresabschlusses. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir stehen natürlich für Fragen jetzt zur Verfügung. Ja, vielen Dank, Harald, und natürlich auch Kerstin und Mona. Grumpy meldet sich gerade, bitte. Ja, danke. Ich habe eine direkte Rückfrage. Eigentlich sollte sie fast alljährlich wiederkehren. Der Bereich der Rückstellungen nochmal, weil diese Frage ja auch auf den internen Mailinglisten aufploppte, auch von Seiten von MDL. Warum sind wir überhaupt berechtigt, Rückstellungen aufzubauen, beziehungsweise wofür brauchen wir die überhaupt? Schönen Gruß an den Bund der Steuerzahler in der Hinsicht. Kannst du das kurz erläutern nochmal? Ja, ganz kurz auch, die Rücklagen sind sozusagen nach dem Fraktionsgesetz zulässig und auch sinnvoll bis zu einem gewissen Ausmaß. Die Rücklagen dürfen, sage ich jetzt mal frei, 60% des Jahresetats nicht übersteigen. Also das ist so die Hausnummer. Maximal dürfen die Rücklagen 60% der jährlichen Zuschüsse, die wir als Fraktion bekommen, betragen. Und zwar auch kumuliert. Ja? Nicht in einem Jahr etwa, sondern kumuliert. Die dürfen in absoluter Höhe nicht drüber liegen. Wenn sie drüber lägen, würde das quasi sofort oder automatisch verrechnet. Die Landtagsverwaltung würde da an uns herantreten und wir würden das sofort zurückführen. Diese Rücklagen machen natürlich Sinn vor dem Hintergrund, dass es beim Ausgabeverhalten Schwankungen von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr gibt. Das ist vollkommen normal. Dafür sollen die Rücklagen sein. Die Rücklagen sind in der Regel auch bezogen auf eine gesamte Legislaturperiode zu betrachten. Wir reden eigentlich da weniger von dem jährlichen Kontext als von einer gesamten Legislaturperiode, wo ja auch
sage ich mal, in einem Jahr auch größere Anschaffungen mal getätigt werden oder auch größere Veranstaltungen zu finanzieren sind oder Ähnliches. Darüber hinaus dienen die Rücklagen auch dazu, bei Neuwahlen, ja, die ja nun ganz sicher kommen, in 2017 für personalwirtschaftliche Zwecke diese Rücklagen zu verwenden. Dafür sind sie auch gedacht. So, und es gibt eine große Diskussion, und da berührst du schon einen Punkt, Grumpy, der so ein bisschen crucial ist, ein bisschen kritisch ist. Es gibt eine große Diskussion über die Höhe der Rücklagen, wann sie sinnig in welcher Höhe sind. Das ist so, aber wir bewegen uns hier im Rahmen des Fraktionsgesetzes und unsere Rücklagen liegen nicht so hoch. Wir sind bei etwa ein paar 30%, um mal eine Hausnummer zu sagen. Und jetzt kommen wir ein bisschen höher, jetzt sind wir, glaube ich, bei etwa 39%. Darüber kann man trefflich streiten, über die Höhe der Rücklagen, aber es gibt auch eine Diskussion, Rücklagen sozusagen etwas konkreter bezogen auf die Verwendungsrichtung festzuhalten. Also Rücklagen für Personal, Rücklagen für Sachaufwendungen, Rücklagen für Betriebs- und Geschäftsausstattung etc. So, das ist aber eine Diskussion, die stattfindet. Das wollte ich nur der Vollständigkeitshalber sagen. Es macht aber keinen Sinn, wenn ich das nochmal auch mit Blick auf Greenpeace, fällt mir da gerade aktuell ein, sagen darf, also die Rücklagen nutzen wir nicht etwa zur Spekulation an den Finanzmärkten, wie das Greenpeace ja offensichtlich getan hat. Finde ich hochnotpeinlich. Ja, sowas kann bei uns nicht passieren und ich denke, wäre auch mit unseren Grundsätzen nicht zu vereinbaren. Wir legen diese Rücklagen also auf Deutsch gesagt auch nicht verzinslich an. Feng. Ja, vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen und eine schöne Uhrzeit und schlage deshalb vor, weil der Tose noch nicht zurück ist, der ja auch noch mal einen Antrag mitbringt, dass wir jetzt die Pause machen, im Anschluss an die Pause, dann über die beiden Anträge von Frank und Tose reden und dann in den nicht-öffentlichen Teil einsteigen. Das heißt, wir machen jetzt Pause bis 11.30 Uhr. Darf ich noch eine kleine Anmerkung machen? Nein? Okay. Ja, ich habe das jetzt versäumt, das möchte ich schon noch gerne tun. Ich möchte hier nur kurz vermitteln, dass sowas wie ein Jahresabschluss keine Sache ist, die in zwei Wochen passiert, sondern die doch eher langfristig über ein gesamtes Geschäftsjahr zu sehen ist, wenngleich die letzten Wochen doch sehr intensiv und anstrengend waren und ohne die Unterstützung von Kerstin und den vollen Einsatz und das Engagement von Kerstin und in der Schlussphase auch von Elke, das möchte ich auch nochmal ausdrücklich erwähnen, wir hätten sonst auf dem Schlauch gestanden, die hatten ein paar freie Kapazitäten gehabt und sich angeboten, darüber waren wir sehr froh. Ich möchte mich ausdrücklich also für das Engagement nochmal bedanken, sonst hätten wir es gar nicht geschafft bis hierhin. So, wir sind jetzt abstimmungsfähig. Damit führen wir die Fraktionssitzung weiter fort und gehen nochmal zu dem Tagesordnungspunkt Anträge für das nächste Plenum. Stream läuft, sehe ich gerade. Wunderbar. Das heißt, der Frank ist auch da. Frank, seid ihr da jetzt zu einem Ergebnis gekommen? Dann bitte ich dich jetzt, das vorzustellen. Ja, Dietmar, Nico, Dirk und ich haben uns kurz verständigt und der Antrag soll jetzt nicht mehr zur direkten Abstimmung gestellt werden, sondern in den Rechtsausschuss, und zwar nur in den Rechtsausschuss überwiesen werden und da in der ersten Sitzung am 3. September diskutiert werden. Antiterrordatei. Gut, gibt es da Einspruch, Bedenken, Diskussionsbedarf? Das ist nicht der Fall, dann macht das bitte so. Gut, jetzt würde ich gerne zu dem nächsten Antrag kommen, aber... Ja, das ist lieb, danke.
Der Antragsteller ist eingetroffen. Das heißt, wir können jetzt mit dem zweiten Antrag fortfahren. Bitte, Toso. Ja, just in time nimmt man das, ne? Ja, einen wunderschönen guten Tag. Der Antrag ist, der ist zu kurz, zu dünn, fordert zu viel und beinhaltet zu wenig. Ihr kennt das. Nichtsdestotrotz wird die formvollendete, der formvollendete Ausdruck gleich schon mal an Nadja übergeben. Überschrift des Antrags ist: Betreibt das Ministerium des Inneren NRW gezielt Desinformationen, um Demokraten zu verunglimpfen? Ist ein wenig hart formuliert. Das korrigiere ich im Text. Ich werde da noch ein bisschen härter. Ich würde euch den Text jetzt gleich eben zur Verfügung stellen, gerne. Sind eine gute Seite in 10 Punkten. Inhaltlich lässt sich halt zusammenfassen, dass der Bericht Gewaltopfer auf eine Stufe mit Gewalttätern stellt am 25. Am Überfall auf das Rathaus am 25.05. in Dortmund. Den Demonstranten, die auf Seiten des Rathauses eine Menschenkette gebildet haben, Gewalttaten unterstellt werden, die auf keinem Video in irgendeiner Form nachvollziehbar sind, die auch nach Aussagen der Polizeikräfte vor Ort, die ich in der gleichen Woche noch gesprochen habe, so nicht wahrgenommen worden sind von den Einsatzkräften vor Ort. Hier wird in dem Bericht des Ministeriums des Inneren mehrfach gezielt und wieder besseres Wissens falsch informiert. Das kann man so machen, wenn man eine PM schreibt oder sowas. Dann ist mir das egal, was so ein Ministerium so raushaut. Wenn das aber ein offizieller Bericht an das Ministerium des Inneren an den Landtag Nordrhein-Westfalen ist, dann erwarte ich ehrliche und aufrichtige Informationen und keine Desinformationen in dieser Art und Weise. Das Ministerium des Inneren sollte diesen Bericht ruckzuck zurückziehen und einen neuen Bericht erstellen. Naja, die Zusammenfassung erspare ich euch jetzt weiter. Es ist, ich führe das noch weiter aus. Heute Nacht habe ich euch schon 4 Seiten Zusammenfassung zu der Grundlage dazu geschrieben. Wer noch weitere Fragen hat, stehe ich hier gerne zur Verfügung. Ich bitte um Zustimmung zum Antrag. Achso, und ich habe noch nicht schlussendlich abgestimmt mit anderen, ob wir jetzt besser eine direkte Abstimmung im Plenum machen oder ob wir das, Frank und Dirk nicht doch im Innenausschuss nochmal damit beglücken, nach der Sommerpause. Da hätte ich gerne von euch freie Hand, wirklich. Gut, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Das heißt, wir stimmen darüber ab, diesen Antrag jetzt ins Plenum so einzureichen und dem Toso, ist das eine Wortmeldung? Oder eine? Ach, du bist schon soweit, okay. Und dem Toso bezüglich einer direkten Abstimmung oder einer Überweisung in den Ausschuss freie Hand zu lassen. Wer dem so zustimmt? Wer dem seine Zustimmung so geben kann, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist nett für die Protokollantin, weil das ist einstimmig. Vielen Dank. Damit kannst du so schalten und walten, Toso. Ja, lieber Stream, eine traurige Nachricht. Wir sind fertig mit dem öffentlichen Teil dieser Fraktionssitzung. Das heißt, wir gehen jetzt in den nicht öffentlichen Teil. Ich bitte den Jaroslav, den Stream zu beenden.